So, meine Lieben, herzlich willkommen zurück zu Dead Reeves. Nach dem, ich würde mal sagen, dem miesesten Cut, den ich jemals in ein Let's Play eingebaut habe. Denn wir wissen immer noch nicht, was uns im Ritualraum erwartet. Okay. Das Ritual der Nekromanten. Und hier ist der Totengräber. Ja, die Statue, die wir schon aus dem Buch kennen. Das Ritual der Nekromanten. Okay, ein Messer, eine Schreibfeder und... Okay, was liegt da in der Hand? Egal. Der Trank müsste hier eigentlich funktionieren. Gebt mir den Schatz, oder ihr werdet in eurem eigenen Blut ersaufen. Hört mich an. Dieses Artefakt ist verflucht. Es bringt jedem in seiner Nähe den Tod. Es muss zerstört werden, sonst... Ihr habt die Wahl. Mithilfe des Gedächtnistranks hatte ich die Vision eines Mönches, der die Statue Cuthbert Wyndham übergibt. Er trug ein Amulett auf der Brust, aber das... wird noch warten müssen, denn jetzt muss ich zuallererst zum Haus des Amtmanns. Können wir noch mehr aufnehmen? Oh. Kapjib Navis beherrschen. Die Kontrolle über Kapjib Navis erlaubt es dem Beschwörer, ein Ziel für den Hunger des Dämons auszuwählen, solange dieser sich außerhalb des Dämonenzwingers befindet. Zur Ausführung der Beschwörung steht nur eine begrenzte Zeitraum zur Verfügung, der üblicherweise innerhalb von ein paar Tagen um den 19. oder nee, um den 9. Jahrestag der letzten Speisung des Dämons herumliegt. Manchmal jedoch vergehen nur ein paar Stunden, bevor sich der Dämon in Freiheit befindet. Wenn Ort und Zeit für die Beschwörung gewählt sind, platziert man den Dämonenzwinger in einem Kreis, der in ein gleichseitiges Dreieck eingebettet ist. Diese geometrischen Figuren müssen aus den Knochen von Toten gelegt werden, die bei annehmendem Mond vom Friedhof geholt wurden. An jeden Knotenpunkt des Dreieckes legt man die Hand eines Toten, die Hand eines Mannes am obersten, die Hände einer Frau und eines Kindes an den beiden unteren. In der Hand des Mannes legt man ein Messer, in die Hand der Frau eine leere Tintenflasche und eine Feder und in die des Kindes ein sauberes Stück Leder. Dann wird ein Symbol waagerecht über jeder Hand gezogen. Nachdem die Beschwörungszeremonie derart vorbereitet ist, schneidet sich der Beschwörer mit dem Messer ins Handgelenk und füllt die Tintenflasche mit seinem Blut. Dann benutzt er die Feder, um seinen eigenen Namen, den des Dämons und den Blutvereinigungszauber zu schreiben. Danach werden alle Gegenstände wieder in die Hände zurückgelegt und der Beschwörende muss die Worte dreimal wiederholen, einmal neben jeder Hand. Erst wenn das ganze Ritual vollzogen ist, kann der Beschwörende dem Dämon sein Ziel aufzeigen. Und das ist die Seite 667 des Buches. Das Ritual der Nekromanten. Okay, er sagt nichts mehr Neues. Wow. Also... ja. Ist Hook wirklich der Letzte aus diesem netten, ja, Nekromantenzirkel? Und wir haben einen weiteren Toten. Wo geht's denn hier wieder raus? Da. Okay, er ist ja gar nicht tot. Wo bin ich? Ich wurde ja nur K.O. geschlagen. Bitte verzeiht mir, Mr. Finvenero. Ich weiß nicht, was über mich gekommen ist. Seit langer Zeit schon versuche ich herauszufinden, wo er diese verdammte Statuette versteckt hat. Macht euch keine Gedanken. Ich habe sie. Ihr versteht nicht. Sie muss zerstört werden. Sonst wird all das weitergehen. Ihr müsst das Manuskript finden. Es erklärt, wie man den Dämon zerstört. Wenn Hawk es bei sich hat, bezweifle ich, dass wir es finden werden. Durchsucht sein Haus. Ihr müsst euch beeilen. Das werde ich, Edward. Könnt ihr laufen? Ja. Ach. Aber ich muss mich zuerst ausruhen. Hier, nehmt diesen Schlüssel.
Euch bleibt nur sehr wenig Zeit. Also geht. Ich werde es versuchen. Berichtet dem Baron, was geschehen ist. Ich eile. Was für ein Schlüssel ist das jetzt genau? Amulettschlüssel, okay. Gut, dann heißt unser Ziel Mr. Hooks Haus untersuchen. Und hoffentlich herausfinden. Das brauche ich nicht. Okay. Das brauche ich nicht. Ich muss wahrscheinlich erst wieder das Seil hochklettern, bevor ich die Map benutzen kann. So, was ist jetzt schneller? Die Stadt müsste schneller zu Hooks Haus sein. Ja, da sind wir nämlich genau davor. Schlüssel vom Meeresboden. Schlüssel vom Meeresboden. Okay. Schlüssel vom Meeresboden, was soll das denn jetzt heißen? Hat er hier nicht eben was gesehen? Hier ist eine lose Sprosse. Ich kann es nicht mit bloßen Händen aufheben. Ja, ich denke mal, im Brecher werden wir die loskriegen. Aber was meint der bitte mit Schlüssel vom Meeresboden? Schlüssel vom Meeresboden. Wird der Amulettschlüssel funktionieren? Sonst noch irgendwelche Ideen? Nee. Dann nicht. Aber vielleicht können wir ja das Brett, was wir gekriegt haben, als Sprosse hierfür benutzen. Ich werde nicht hinaufklettern können. Ach, da waren noch die Nägel dran, sehr praktisch. Gut, jetzt bin ich mal gespannt, was wir in diesem Haus hier finden werden. Das ist wahrscheinlich nur eine Decke. Das Taschentuch. Und hier sind die Taschentücher. Die Monogramme stimmen überein. Ja, dann ist jetzt so ziemlich klar, dass das definitiv Hook war. Können wir das Bild gucken? Okay. Ist jetzt die Frage, wo geht's hier weiter? Und hier ist ein Umhang ohne Knopf. Yep, das wird immer eindeutiger. Es steckt etwas in der Innentasche. Dann nimm es. Der erste war die 23. doch nicht in der Reihenfolge. Die zweite flog höher als jeder andere. Die dritte stand im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit. Die vierte bewegte sich wie ein Ritter und wurde zweite, doch sie kam nicht zuerst. Die fünfte hatte das meiste Pech. Die sechste war beleidigt. Die siebte war ganz sie selbst. Die achte war blind. Sagt ihr, wo die anderen sitzen und gewinnt einen Preis dafür. Okay, das ist 100% ein Rätsel. Habe ich das jetzt hier irgendwie... Nichts Ungewöhnliches. Habe ich das Ding wenigstens aufgenommen? Nichts Ungewöhnliches. Nichts Ungewöhnliches. Ich hoffe, ich kann das nochmal nachlesen. Weil ich bin mir 100% sicher, dass das irgendein Rätsel ist. Nichts Ungewöhnliches. Nichts Ungewöhnliches. Nichts Ungewöhnliches. Okay. Vielleicht kriege ich das später nochmal gesagt, aber... Ja, ansonsten haben wir ein dickes Problem. Das Ding können wir nicht benutzen. Obwohl, warte mal, gab's ja nicht noch... Nee, das meine ich nicht. Ich dachte, es gäbe noch ein anderes Ansichtsding, wo man Manuskript und sowas angucken kann. Hm. Kann auch sein, dass ich mich irre. Okay, die Zettel will er nicht angucken. Aber die Uhr möchte er angucken. Es funktioniert nicht. Okay. Es funktioniert nicht. Wieso funktioniert die nicht? Warte. Seltsam. Die Zeiger haben sich kaum bewegt. Das sieht mir nach einer Art Schleifspur aus. Können wir die schieben?
Seltsam. Es hat sich noch nicht einmal einen halben Inch bewegt. Hm. Ich muss eine bestimmte Zeit einstellen, aber welche? Können wir da nochmal rausgehen? Weil ich weiß noch nicht, was wir für eine Zeit brauchen. Bücherregal will er nicht. Können wir das Buch... Okay, auch nicht. Immer noch nicht damit klar, dass ich das nicht nochmal lesen kann, weil es hier ja auch nicht drin steht. Aber was für eine Zeit soll ich einstellen? Steht eigentlich auch nichts drin. Aber wieso kann ich das Buch nicht gucken? So wie das Einzige, was gerade für mich Sinn ergibt. Naja, es ist wieder die Uhr, da wollte ich aber nicht hin. Seltsam. Es hat sich noch nicht einmal einen halben Inch bewegt. Hm. Hab ich hier irgendwo was drinstehen? Das wollte ich doch nicht. Es hat sich noch nicht einmal einen halben Inch be... Ach, ich probiere es hier gerade einfach mal rum. Alter, wie soll ich das denn jetzt rausfinden? Wenn ich wüsste, was für ein Buch gemeint sein sollte, Nee, andersrum. Ich bin gerade total durcheinander mit den Dingern. Wenn ich wüsste, was für eine Zeit gemeint sein sollte und ich dieses Buch hier lesen könnte, das wollte ich eigentlich sagen, dann, ja, komme ich auch nicht raus. Hier war nur das Taschentuch, ja. Und hier sind... Ist auch nichts drin. Vielleicht probiere ich einfach nur mal ein paar Zeiten aus. Jetzt habe ich... Hä? Ich wollte gerade eigentlich nur wieder die Uhr angucken und habe mich wieder mal verdrückt. Aber irgendwie habe ich die richtige Zeit eingestellt. Wieso? Hä? Also ist jetzt richtig Viertel vor ein? Wieso Viertel vor ein? Glück und Dummheit kann einen manchmal auch weiterbringen. Wenn irgendeiner eine Ahnung hat, wieso Viertel vor ein, sag's mir. Ich bin da gerade ein bisschen sehr überfragt mit. Niemand würde sich die Mühe machen, einen gewöhnlichen Vogelkäfig abzuschließen und zu verstecken. Es sei denn natürlich, die Vögel legen goldene Eier. Brauchen sie nicht. Ich bin mir 100% sicher, dass das hier das Rätsel sein soll. Es ist ein Modell. Haben wir sonst irgendwas hier in dem Raum? Die Käfige sind leer. Gut, ich gehe jetzt einmal zurück. Ob wir das Ding jetzt nochmal
anwählen können, weil ich brauche dieses Gedicht für das Rätsel. Oder ist ja eigentlich kein Gedicht, aber das soll 100 pro die nichts ungewöhnliches. Lösung sein. Wieso geht nichts das nicht? Ungewöhnliches. Nichts Ungewöhnliches. Okay, dann werde ich es jetzt einfach auf mein gutes Glück versuchen und ich hoffe nicht, dass ich da irgendwie sterben kann bei dem Rätsel oder sonst irgendwas. Also nicht sterben, aber das Sterben ist falsch ausgedrückt, dass ich irgendwie Game Over gehen kann. Keine Ahnung. Ja. Ich war gerade total durcheinander mit der Steuerung, aber ja, erstmal gespeichert. Ja, super. Was ist das? Es wird schwer zu atmen. Yay! Und man kann doch sterben. Super. Irgendetwas stimmt nicht. Sieht aus wie ein Spielzeug. Boah, ganz im Ernst. Ich wollte nur nachher nochmal raus, aber es geht komischerweise nicht. Irgendetwas stimmt nicht. Kann mir doch keiner erzählen, dass ich den Zettel dann nicht mehr angucken kann. Wenn, dann muss dann irgendein Fehler sein. So. Ja, da bin ich jetzt wieder. Ich habe ein bisschen rumgeeiert und ein bisschen nachgeguckt und schlussendlich dann doch mal kurz in eine Lösung geguckt, denn man muss wieder an dieses Schriftstück rankommen. Und ja, die einzige Möglichkeit, die mir jetzt bleibt, ist, entweder in eine Lösung zu gucken oder mir das Video nochmal anzugucken und dann das Rätsel zu lösen. Ja. Deshalb, weil ich gerade noch in der Aufnahme bin und noch nicht abgebrochen habe, werde ich dieses Rätsel jetzt einfach überspringen, weil ich jetzt ungern Lust habe, die Aufnahme abzubrechen, dann das Video nochmal durchzugucken und alles. Obwohl, komm, mach mal kurz. Ja, ich kann ja nicht abbrechen, egal. Ja. Ich breche kurz die Aufnahme ab und guck mir kurz das Rätsel an, schreib es mir vielleicht raus und dann sehen wir uns dann gleich wieder. Ja, bis dann, Leute. Ciao.